Teil 2. Ergänzung von Babyhandling von Teil 1. Hallo, heute geht es um Handling vom Kind, besonders am unteren Bereich. Ja? Wann Sie möchten, Baby umdrehen oder auch frisch machen, ja, sollte man nie an einem Bein ziehen. Das vergessen Sie. Ja? Was ist möglich mit Hand? Beide Beine fixieren. Oder am besten geeignet ist Wickelgriff. Sie fixieren am Oberschenkel, dann können Sie Baby, wenn Sie möchten, noch auf die Seite drehen mit Hilfe. So, liegen lassen und zurückdrehen. Warum ist das sehr wichtig? Weil, wenn Sie Baby am Fuß fixieren und Baby bewegt sich ein bisschen mehr, das kann ganz schnell entstehen, wo entsteht Luxation oder Zerrungen, ja, im Hüftgelenk. Und dann Babys, wenn sie später auf den Bauch legen, haben ihre Probleme. Und das kann sich so äußern. Wenn jetzt irgendwo ist Einschränkung in einem Bereich vom Bein, der Hüfte, dann werden sie merken, wenn Baby wiegt, auf sich vier Füße zu kommen, ja, das fällt ihm sehr schwer. Und das werden Sie merken, wo ein Bein bleibt hängen. Spätestens fällt das auf, wenn Kinder fangen an zu krabbeln. Ja? Und dann Sie merken, Kind bewegt sich nur von einer Seite, andere bleibt hängen. Das ist schon ein Zeichen, da muss man unbedingt ja, achten. Da ist was nicht in Ordnung. Und auch bei allen Manipulationen vom Baby, ja, fixiert man am Oberarm. Und vorsichtig drehen wir Baby zurück mit Unterstützung vom Kopf auf den Rücken.